Eigentlich wollte Olaf Scholz sich heute in Cottbus das modernste und größte ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn erklären lassen. Doch ob er hier tatsächlich alles gehört hat, bleibt wohl sein Geheimnis. Das Hubkonzert vor der Tür begleitet den Kanzler auch heute. Der Protest wird auch am vierten Tag nicht leiser. Den meisten Landwirten geht es längst nicht mehr nur um Agrardiesel und Kfz-Steuer. Das wird bei den Kundgebungen in den vergangenen Tagen immer wieder deutlich. Weil doch ziemlich viel in der letzten Zeit falsch gelaufen ist und einfach die letzten zwei Sachen, die Vergünstigungen, die wegfallen sollen, haben einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Wir investieren zum Beispiel in Gebäude, Ställe oder Ähnliches für 20 Jahre und wir haben Politik, die zurzeit noch nicht mal für 4 Jahre plant. Das geht nicht übereinander. Es muss ja halt einfach was passieren hinsichtlich Klima und so weiter und so fort. Aber es muss halt einfach moderat vonstatten gehen und halt auch einfach mit einer gewissen Zukunftsperspektive. Die deutschen Bauern erhalten jährlich Subventionen in Milliardenhöhe. Und trotzdem überleben oft nur die großen Höfe, während immer mehr kleinere Höfe aufgeben. Gerade die müssten gerettet werden, betonte Deutschlands mächtigster Landwirt Joachim Ruckwied zuletzt mehrfach. Doch der Bauernpräsident muss sich fragen lassen, wie viel Verantwortung er selbst trägt. Denn er und sein Verband haben in den vergangenen Jahren eine andere Politik verfolgt, sagt WDR-Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt. Der Deutsche Bauernverband hat in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene immer die These vertreten, wachsen oder weichen. Das heißt, die kleineren, mittleren Betriebe sollten dicht machen zugunsten der größeren Betriebe. Das war immer die Linie und das hat auch Herr Ruckwied mitgefördert in Brüssel. Ein Beispiel ist die sogenannte Flächensubvention. Die besagt, Höfe mit viel Land bekommen viel Geld und kleine eben weniger. Doch das sei zu kurz gedacht, kritisieren Agrarexperten. Instrumente, die Kfz-Steuer, die pauschale Förderung der Betriebe anhand ihrer Flächenausstattung hat gar keine Verknüpfung zu den Zielen, die die Europäische Union oder auch die Bundesregierung mit der Agrarpolitik verbinden, wie zum Beispiel die Förderung von Biodiversität oder den Schutz des Klimas. Hier wäre es entscheidend, dass die Förderung viel stärker an Leistungen geknüpft wird, die auch wirklich zu mehr Biodiversität führen. So könnten auch kleinere Höfe gestärkt werden. Doch derartige Regelungen wurden auch von deutschen Vertretern auf EU-Ebene über Jahre verhindert. Der Druck auf die Politik wächst in diesen Tagen. Es ist ein Aufschrei einer Branche mit enormem Reformdruck, die eine Zukunftsvision braucht.